3-3. Interview 1. Darf ich Sie fragen, ob Sie Internetanschluss haben? Ja, haben wir. Gut. Dann möchte ich gerne wissen, ob Sie auch über das Internet einkaufen. Ja, manchmal schon. Ich habe schon Bücher und DVDs über das Netz bestellt. Ah ja. Und waren Sie zufrieden mit dem Kauf? Absolut. Es gab keine Probleme. So wie im Geschäft auch. Ich finde es sehr praktisch, wenn man wenig Zeit hat oder etwas im Ausland bestellt. Interview 2. Entschuldigen Sie bitte. Kann ich Ihnen ein paar Fragen zum Thema Internet- und Online-Einkauf stellen? Ja, warum nicht? Mich interessiert, ob Sie schon einmal etwas im Internet gekauft haben. Ja, aber nur einmal. Ein Freund hat mir den Tipp gegeben, dass man im Internet billige Flüge buchen kann. Also habe ich einen Billigflug nach Oslo gesucht und gebucht. Aber es gab Probleme. Wirklich? Darf ich fragen, was passiert ist? Naja, das Flugzeug ist früher abgeflogen als auf meinem Plan. Ich bin zu spät gekommen und habe es verpasst. Dann habe ich eine E-Mail mit einer Entschuldigung bekommen. Aber ich konnte mich nicht direkt bei einer Person beschweren. Ich kaufe in Zukunft nichts mehr im Internet. Interview 3. Hallo, haben Sie vielleicht kurz Zeit für ein Interview? Ja, okay. Haben Sie schon mal was im Internet gekauft? Tja, also ich kaufe sehr oft über das Internet. Vor allem Sachen für meinen PC, Software und so. Und häufig auch CDs oder Filme. Online-Einkaufen ist also ganz normal für Sie. Total. Wissen Sie, ich bin Informatiker. Ich bestelle sogar Lebensmittel für meine Mutter über das Internet. Auch alle meine Reisen buche ich online. Es geht eben schnell und ist sehr bequem.